Willkommen, willkommen aus Berlin, wo ich bei Insta360 bin mit einer schönen kleinen Kamera für iOS-Freunde. Und zwar geht es hier um die Insta360 Nano. Schöne kleine Kameralösung, die natürlich ein schönes 3K-Bild oder auch Video nicht nur auf euer Smartphone zaubert, sondern ihr natürlich alles auch gleich teilen könnt oder sogar live streamen könnt. Hier mit der kleinen Kamera, die ich euch ganz kurz mal von außen zeige. Hier habe ich es jetzt mal nicht dran gesteckt, an das iPhone, wo wir hinten die Linse sehen können, mit natürlich auch dem F2.0 auf. Mit der F2.0 Aufschrift, damit wir erkennen können, natürlich auch bei schlechtem Licht können wir dann schöne Fotos und Videos schießen. Hier seht ihr den Lightning-Anschluss und wir haben einen 800 mAh Akku drin, der ungefähr 45 Minuten halten sollte, hier also mit einer kompletten Ladung. Ganz besonders bei dem Produkt ist im Vergleich zu der Android-Lösung, die die Firma auch verkauft, die Insta360 Air, die ihr bestimmt schon bei mir im Kanal gesehen habt, ist, dass wir hier per MicroSD intern natürlich Videos und Fotos aufnehmen können, ohne dass wir das Produkt angeschlossen haben müssen an unserem Smartphone. Aufladen natürlich über Micro-USB dann den Akku und sonst gibt es hier gar nichts groß weiteres zu erklären, außer dass wir hier noch einen Knopf haben, damit wir Fotos und Videos auch ohne das Smartphone auslösen können, also so wie es in meiner Hand ist, einfach drücken und schon können wir ein Foto schießen ohne weiteres oder auch Videos, wenn ihr jetzt zweimal drückt und dann habt ihr natürlich ein blinkendes Licht hier vorne. Aber wir haben es gerade am Handy angeschlossen, damit ihr auch ein bisschen was sehen könnt, was gerade passiert, und zwar habt ihr in den Live-Video bzw. Foto-Vorschau gerade, wo wir natürlich das gleiche Bild hier haben und wir können natürlich in dieser Qualität dann auch aufnehmen, wie gesagt, bis zu 3K als Auflösung auswählen, aber natürlich gibt es noch viele Filter und auch manuelle Einstellmöglichkeiten, um das Bild zu verbessern. Sogar im Beauty-Modus, wenn viele Leute im Bild sind, ist das ganz praktisch. Aber natürlich haben wir auch, weil wir das dann als On-the-go 360-Grad-Kamera benutzen können, das Problem, dass wenn man sich doch ein bisschen zu sehr bewegt und das Bild auch dann zu sehr bewegt, Leute schlecht werden könnte. Deswegen haben wir einen Stabilisator eingebaut, der das Bild sehr schön stabilisiert und wir natürlich auch bei größeren Bewegungen, wie ihr sehen könnt, sehr schnell wieder ein klares Bild hier bekommen. Für Live-Übertragung haben wir natürlich auch eine Lösung hier unten in der App, und zwar können wir ganz einfach per Facebook, YouTube, Periscope oder bald auch noch mehr Services, die das Ganze unterstützen werden, durch konstante Updates natürlich in der App, aber auch per RTMP, also mit eurem einen Link auch in eurem einen Blog auf eurer einer Webseite Live-Übertragung starten. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Ich bin schon gespannt, ob das auch klappen könnte oder würde. Aber natürlich haben wir auch noch mehr Einstellmöglichkeiten und sogar eine Community hinter Insta360, wo ihr auch selber eure Bilder teilen könnt, wenn ihr ein Facebook-Bild oder so postet, ganz kostenlos eure Bilder hochladen könnt und sie dann entsprechend auch teilen könnt mit der Community. Oder natürlich eure eigenen Bilder anschaut oder natürlich in den Einstellungen noch viele weitere Sachen einstellt. Aber das zeige ich euch dann im kompletten Test, wo wir noch ausführlich auf das meiste drauf eingehen, was ich euch gerade jetzt schon gezeigt habe. Für 199 Euro gibt es auch jetzt schon die Insta360 Nano in dieser schönen Verpackung zu kaufen, in dieser Farbe. Da ist dann noch so eine kleine Pouch drin und eine Cardboard, darf natürlich auch nicht fehlen in der Verpackung. Und noch viel mehr, was ihr dann natürlich bald sehen werdet, wenn ich eine zum Testen bekomme. Bis zum nächsten Mal, mein Name ist Balázs Gál und das war die Insta360 Nano hier in einem ganz kurzen ersten Eindruck aus Berlin.